So, hallo, herzlich willkommen hier heute zum Webinar Live Marktanalysen und Trading Chancen. Wir werden uns heute wieder ein bisschen anschauen, was aktuell in den Märkten los ist, was wir hier vielleicht für Chancen finden können. Bevor es losgeht, einmal ein kleiner Risikohinweis. Ja, wie immer, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Es kann bis hin zum Totalverlust kommen. Tradet also bitte immer nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Ja, die hier gezeigten Analysen ganz klar, bitte nur Lehr- und Lernzwecke, nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung zu verstehen. Wir machen hier keine Anlageberatung, sondern ich zeige einfach nur ein bisschen meinen Blick auf die Märkte und ganz klar, Performanceangaben der Vergangenheit sind natürlich keine Garantie auf zukünftige Gewinne, das wäre ja auch zu schön. Zur Offenlegung noch, ist durchaus wahrscheinlich, dass ich bei einzelnen Werten, die wir uns hier anschauen, Positionen halte oder plane, innerhalb der nächsten ein, zwei Tage Positionen aufzubauen. Also auch das bitte immer berücksichtigen. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier gar nicht groß rum, sondern steigen hier mal direkt mit den Märkten ein. Ich hole mir hier noch mal kurz das Fragenfeld dazu. So. Ja, Saisonalitäten im Spotmarkt kommt hier direkt gleich eine Frage. Da werde ich gleich mal kurz ein paar Worte zu sagen, kein Problem. Vorher noch ganz schnell was Organisatorisches. Ich habe heute direkt im Anschluss hier noch ein zweites Webinar. Das findet statt für OnVista. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Thema ist so ein bisschen Risikomanagement, Positionsmanagement. Ich werde die Tools zeigen, die ich dafür benutze und werde auch mal einen kleinen Einblick geben in einen neuen Börsendienst, der kommt über OnVista. Das heißt, den gibt es schon, der ist aber noch nicht abonnierbar. Könnte aber für den einen oder anderen ganz interessant sein. Es geht überwiegend um Zertifikate. Ich poste hier mal kurz den Link zu dem Webinar danach. Deswegen muss ich nämlich hier heute ein bisschen früher aufhören. Wir werden so gegen halb sechs hier schon Schluss machen. Um halb sechs startet auch das andere Webinar schon. Wenn euch das also interessiert, könnt ihr euch da direkt nahtlos einloggen. Das kostet nichts, könnt ihr euch umsonst anmelden. Ist vielleicht ganz interessant, auch nochmal was anderes zu sehen. Okay, also Saisonalitäten. Beim Forex-Spotmarkt ist es so, dass ich die Forex-Produkte an sich so gut wie gar nicht trade. Also ich trade überhaupt keine Cross-Currencies, sondern ich trade, wenn, dann die Futures. Ach so, nicht wundern, hier läuft im Hintergrund ein Demokonto mit, gerade aktuell für die Teilnehmer, die beim CUT-Seminar mit dabei waren, um hier einfach dann auch zu zeigen, wie man die Trades entsprechend alle direkt umsetzt und da ein Großteil meiner gehandelten Positionen über die CTS-Plattform laufen, habe ich das hier mal mit dem Demokonto noch parallel angeschlossen. Also nicht, dass ihr euch da wundert. Also das, was ich im Forex-Bereich oder überhaupt im Währungsbereich trade, das sind eher die Futures. Und bei den Futures finde ich es durchaus sinnvoll, auch auf die Saisonalitäten zu schauen. Ja, das hängt zum einen damit zusammen, dass einige von den großen Währungen wie neuseeländischer Dollar oder australischer Dollar auch so typische Rohstoffwährungen sind. Das heißt, Länder, die einen starken Export haben oder einen großen Export haben an Rohstoffen, für die ist der Dollar sehr, sehr wichtig. Und da sind die Wechselkurse auch so, dass wir da immer wieder bestimmte Tendenzen sehen. Ich kann hier einfach mal die Saisonalitäten kurz reinholen. So. Die Seasonal Runs wollen wir nicht.
Cumulative Percentage ist schön und wir wollen immer zum Jahresanfang die Saisonalitäten sehen. Ja, und da hatten wir nämlich auch gerade im Seminar einen Trade besprochen, einen möglichen Trade auf den australischen Dollar. Da kam die Frage auf, ja, im australischen Dollar haben wir ja eine recht starke Long-Ausrichtung der Commercials. Wie sieht es denn da aus? Könnten wir da einen Trade machen? Na, das war hier in der letzten, vorletzten Maiwoche, wo das Seminar stattgefunden hat. Da waren wir also an dieser Stelle hier. Und dann kam die Frage auf, hey, wir haben doch hier eine relativ große Netto-Positionierung oder eine relativ große Long-Ausrichtung der Commercials. Das ist hier der 3 Jahre Stochastik, der ist also über 90 schon. Das heißt, wir kommen hier in einen extrem Long-Bereich. Das letzte Mal, wo wir in diesem extrem Long-Bereich waren im australischen Dollar, das war hier drüben September, Oktober 2018. Und da sehen wir ja auch, was hier für eine Bewegung entstanden ist daraus. Na, die Währung hat 5% zugelegt. 5% ist schon kräftig für eine Währung. Na, und das sehen wir, das sind hier 3.500 Dollar pro Kontrakt, die sich der Markt hier bewegt hat. Und im Moment stehen wir eben hier an einer ganz ähnlichen Situation. Und das, was für mich jetzt hier auch wichtig ist, ich vergrößere das mal kurz ein bisschen, ist zum einen, als wir so Zeichentool, da haben wir es. Zum einen, als wir hier das letzte Mal in dieser extremen Long-Ausrichtung drin waren, da waren wir ja auch hier in dem Bereich schon im 90er. Das heißt, das wäre schon ein erster möglicher Kaufbereich gewesen hier. Ich habe damals diese Long-Positionen hier nicht aufgebaut, aufgrund der Saisonalitäten, nämlich weil die hier langfristig abwärts gerichtet waren. Ja, und wie wir das zweite Mal in diesen Extrembereich gekommen sind und sogar noch in einen etwas höheren Bereich, da waren wir dann hier in einem Long Bias für die Saisonalitäten. Und da habe ich dann die beiden Grundausrichtungen, die ich hier brauche, nämlich einen Extremwert in den Commercial Positionierungen auf der Long-Seite und steigende Saisonalitäten. Ja, und genau das Gleiche haben wir jetzt hier auch wieder. Na, wir kommen hier in diesen Bereich über 90 und haben eben auch hier, seit wir das Tief hier gesehen haben, wieder den Vorteil saisonal erstmal auf der Long-Seite. Na, und deswegen ist das etwas, was ich hier im australischen Dollar im Moment ganz schön finde, hier die Long-Seite zu spielen. Na, im Prinzip Zielbereich, ja, hier oben so diese alten Tiefs, die wir hier drin haben, ne, diesen Docht oder diese lange Lunte hier, die würde ich einfach mal ausklammern. Der wichtige Support-Bereich und jetzt eben der wichtige Resistance-Bereich ist der hier oben und da sind wir so bei 70-40 ungefähr. Ja, wenn wir hier das mal anlegen, ja, 70-40, das ist so der nächste Zielbereich hier für einen australischen Dollar. Also es ist durchaus sinnvoll, finde ich zumindest, auf diese Saisonalitäten mal drauf zu schauen. Und ich kombiniere das Ganze eben gerne. Ja, also ich will auch dann, wenn wir in eine extremere Negativausrichtung gehen, wie hier, ja, dann möchte ich die Trades nur aufbauen, wenn wir hier auch einen Vorteil erstmal auf der Short-Seite saisonal haben. Na, hier genau das Gleiche. Na, auch hier hatten wir für die nächsten Wochen einen saisonalen Vorteil auf der Short-Seite. Ja, und dann ist es auch tatsächlich hier am Zwischentief erstmal wieder vorbei. Na, und die Bewegung kommt mal wieder rauf. Na, wo ihr jetzt hier immer ein bisschen aufpassen müsst, habe ich auch schon öfter gesagt. Na, das ist immer dieser Bereich hier vom Dezember in den Januar. Das sind keine Saisonalitäten, sondern das sind diese Ausgleichslinien, die da gemacht werden. Das ist also kein Saisonalitätenschub, sondern der Saisonalitätenschub ist der von hier nach hier. Das ist das Stückchen, was abwärts geht. Und das hier ist nur eine Ausgleichsbuchung von der einen Woche auf die nächste. Aber ich glaube, hier kann man es ganz gut erkennen beim australischen Dollar. Na, wenn die Saisonalitäten nach oben zeigen, dann geht auch meist der Kurs nach oben. Von daher ist das etwas, was man durchaus hier mit berücksichtigen kann. Hi Raphael, ja, wir haben ja gerade erst angefangen quasi. Wir machen allerdings auch um 17:30 schon wieder Schluss. Ich habe oben den Link reingesetzt noch zu dem nächsten Nachfolge-Webinar, was um 17:30 startet. Da könnt ihr euch gerne einloggen.
Aufgrund der Überschneidungen muss ich das hier heute alles ein bisschen abkürzen. Aber wir können definitiv hier kurz mal auf die Indizes schauen. Ja, viel mehr würde ich zu den Saisonalitäten jetzt auch gar nicht unbedingt sagen wollen. Also ich berücksichtige das auf jeden Fall und nehme gerne auch bei den Währungen die Saisonalitäten mit als bestätigenden Faktor. Na, ich kann ja auch noch mal auf den kanadischen Dollar gehen. Na, da ist es ganz ähnlich. Ja, da haben wir hier eine extreme Long-Ausrichtung, haben hier auch noch den Vorteil Long auf der saisonalen Seite, haben hier eine extreme Long-Ausrichtung und hatten aber erst hier ab diesem Zeitpunkt so mehr oder weniger das Tief im Markt erwartet. Dementsprechend war das hier ein Indikator, der einen Trade verhindert hat, der sonst positiv gelaufen wäre. Aber hier von der Oberseite haben wir es eigentlich wieder ganz schön. Wir kommen hier in einen extremen Short-Bereich und sind dann hier auch saisonal an einem Top angekommen. Und dann kommen wir hier auch erstmal wieder runter. Ja, aber man sieht eigentlich, dass diese Hochs, ne, in diese saisonalen Hochs hier gut gepasst haben. Hier hat das saisonale Hoch gut gepasst. Ja, hier haben die saisonalen Tiefs eigentlich ganz gut hingehauen. Hier haben die saisonalen Tiefs gut hingehauen, da haben wir hier 4 Wochen Aufwärtsbewegung gesehen. Aber ihr müsst natürlich bei den Saisonalitäten immer aufpassen, dass ihr den großen Trend mit berücksichtigt. Ja, und prinzipiell ist es so, wenn der große Trend abwärts gerichtet ist, dann habt ihr eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Saisonalitäten, die hier abwärts zeigen, sehr gut funktionieren. Ja, und wenn wir uns das hier mal anschauen, die ganzen Phasen hier haben funktioniert. Wir haben hier in jeder Phase, wo wir das saisonal hier angezeigt bekommen haben, haben wir hier fallende Kurse. Und dann ist es oft so, dass in den saisonal starken Phasen wir vielleicht nur eine Seitwärtsbewegung sehen oder eine leichte Aufwärtsbewegung. Ja, hier hatten wir mal eine etwas größere, aber dann geht das hier auch wieder in die Seitwärtsbewegung über. Na, hier haben wir auch nur eine Seitwärtsbewegung. Ja, und hier haben wir jetzt auch nur fast eine Seitwärtsbewegung leicht abwärts. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man, wenn man mit Saisonalitäten arbeitet, auch immer den großen Trend mit berücksichtigt. Und ich trade viel, viel lieber in Richtung der Saisonalitäten, wenn das auch die Richtung des großen Trends ist. Ja, und wenn ich mal so Trades nehme, die dann eben gegen die Trendrichtung sind, dann kleinere Ziele, schnell wieder raus, engere Stops. So arbeite ich damit. So, werfen wir doch mal einen Blick auf den S&P. Also das große Bild. Ja, Wochenchart sieht ein bisschen erschreckend aus, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist hier ja schon fast ein Triple Top. Zumindest ist es hier oben ein Doppeltop. Das ist alles andere als positiv zu werten, was jetzt hier in den Märkten abgebildet wird. Wir haben hier ein Support Level. Ja, da haben wir heute aufgesetzt im frühen Handel, haben wir einmal auf dieses Support-Level aufgesetzt. Seitdem gab es hier recht dynamische Käufe, fast 30 Punkte im S&P. Aber wir sehen, diese fast 30 Punkte sind auf die große Abwärtsbewegung hier nichts weiter als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, das ist gar nichts. Das kann eine ganz einfache kleine technische Korrektur sein, eine technische Reaktion aufgrund dieser Tiefs, die hier angelaufen worden sind. Und das kann sich hier ganz schnell wieder weiter nach unten verabschieden. Ja, und wenn wir tatsächlich weiter runterlaufen, dann haben wir hier noch mal so eine kleine Linie im Sand. Ja, die läuft so ein bisschen hier, wenn man diese alten Tiefs hier verbindet, na, dann kommen wir so in diesem Bereich hier auf 2650. Da haben wir auch noch mal diese alten Tiefs hier. Das könnte also noch mal so ein kleiner Support-Bereich sein. Und ansonsten würde ich mal sagen, wenn wir unter diese blaue Linie hier durchgehen, dann sehen wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder diese Level hier unten. Ja. Ja, genau das Level, was wir hier eben schon mal angetestet haben. Das wird dann auch wieder das Level werden, was charttechnisch interessant werden kann. Im Moment ist es ganz klar so, die Märkte sind super nervös, die Märkte, die berücksichtigen alles das, was politisch und wirtschaftlich im Moment läuft, viel stärker als das, was auf dem Chart hier irgendwo zu sehen ist. Das sehen wir auch immer daran, dass wir eine relativ hohe Vola haben im Markt. Also wir haben recht hohe Bewegungen, wir haben nervöse Märkte. Ja, und
Und dementsprechend kann sich das alles ganz schnell wieder umkehren, na, so wie wir es ja auch im Dezember, Januar schon gesehen haben. Ja, diese Bewegung hier, das kann natürlich hier wieder genauso laufen, und zwar idealerweise dann, wenn wir eine Lösung oder eine Annäherung wieder kriegen im Handelskonflikt. Im Moment ist es einfach dieser große Handelskonflikt, der hier auf alles drückt, ja, der die ganze Geschichte ziemlich unsexy macht, und der auch das ganze Trading so ein bisschen erschwert. Ja, also prinzipiell läuft das bei mir so. Und wenn der Vorteil auf der Short-Seite liegt, bei den Indizes, dann bin ich auch gerne dabei, mal Aktien auf der Short-Seite zu suchen. Wenn der Vorteil auf der Long-Seite ist, dann bin ich lieber dabei, Long-Positionen auch in den einzelnen Aktien aufzubauen. Wenn wir uns jetzt hier mit die Retracement-Level anschauen, ja, dann sehen wir sind im Moment so bei einem Drittel Retracement. Das ist also die Kombination von diesem alten Tief, ich vergrößere das mal ein bisschen. Ja, von diesem alten Tief hier und von diesem ein Drittel Retracement. Das ist eine starke Unterstützung, das ist ein starker Support. Also mich würde das auch nicht wundern, wenn wir hier eine dynamische Bewegung nochmal sehen, ja, nach oben in den Bereich dieser alten Tiefs hier. Also hier in diesem Bereich. Na, das ist so 2820 Punkte ungefähr. Das wäre das, was hier als Reaktion normal wäre, wonach es dann auch ganz locker wieder weiter runtergehen könnte. Das wäre dann eine ähnliche Situation, wie wir sie hier gesehen haben. Abwärts, dann die Korrektur und dann hier doch weiter runter. Ja, das wäre dann hier jetzt eine ganz ähnliche Geschichte. Das sind die ganz normalen Marktschwankungen, und da müssen wir einfach gucken, wie wir damit umgehen. Ja, ich versuche das immer so, dass ich mir bei Aktien sowohl starke als auch schwache Kandidaten raussuche. Typischerweise ist es so, dass Long Trades in einem schwachen Marktumfeld bei einer Aktie, die eine hohe relative Stärke hat, häufig eine gute Wahl sind. Ja, weil wenn wir dann sehen, dass wir hier ein schönes Retracement kriegen und die Bewegung doch ein bisschen größer nach oben ausfällt, dann sind das oft die Aktien, die überproportional davon partizipieren. Wenn wir allerdings weiter runterkommen, dann haben wir eben auf der anderen Seite auch schwache Kandidaten, die wir dann auf der Short-Seite traden können. Ja, und ich habe hier im Moment auf dem deutschen Markt einen ganz interessanten Wert. Das ist die Adidas-Aktie. Die ist jetzt gerade dabei, ist hier heute im Laufe des Tages ja aus so einer Bullflag ausgebrochen. Da haben wir auch hier so ein 1, 2, 3, 4 Long Setup gekriegt. Das heißt, wir hatten hier drei tiefere Tiefs in Folge, sind dann hier heute über diese letzte Kerze nach oben ausgebrochen. Das hier war das Signal quasi zum Kaufen. Zumindest erstmal für einen kurzfristigen Trade bis Ende des Tages und dann zum Closing-Kurs hier auch wieder raus zu sein. Da wäre hier also auf jeden Fall schon ein Profit drin gewesen. Und als schwachen Kandidaten auf der Short-Seite zum Beispiel haben wir hier eine Facebook. Ja, auch hier hat sich ein Signal ergeben bei mir aus dem Enforcer-Add-on. Das ist ein 180. Da hatten wir also hier vor 2 Handelstagen eine sehr kräftige Aufwärtsbewegung. Ja, haben also deutlich im oberen Viertel der Kerze geschlossen. Und am Freitag ist das Ganze dann hier stark umgekehrt worden. Wir haben einen Downgap gesehen und haben auch noch einen ganz, ganz schwachen Tagesclose und damit auch einen sehr schwachen Wochenclose gesehen. Und das sind ganz typische Situationen, an denen es dann zumindest am nächsten Handelstag erstmal deutlich weiter nach unten geht. Die haben hier heute also direkt mit dem Gap eröffnet, und seitdem ist die Aktie hier auch wieder sehr, sehr schwach. Müssen wir mal gucken, wie das schließt, aber das ist dann hier auch immer wirklich nur eine kurzfristige Geschichte, wo man dann auch idealerweise zum Tagesclose wieder raus ist. Ja, zumal wir hier auf ein Support-Level aufgesetzt haben. Ja, das ist das letzte kleine Unterstützungslevel, dieses alte Hoch. Ja, und hier haben wir also quasi ziemlich punktgenau so einen Zielbereich erreicht. Ansonsten ein super tolles Beispiel für eine relative Stärke ist im Moment hier die CME-Aktie. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Es gibt ja seit einiger Zeit jetzt diese Mikro-Futures, ja, seit ein paar Wochen. Die werden ganz hervorragend angenommen vom Markt,
Und das ist also etwas, was hier jetzt seit ein paar Wochen für kräftig Aufwärtsdynamik, für einen ganz kräftigen Aufwärtsschub in der CME-Aktie gesorgt hat und aktuell auch immer noch sorgt. Also alles das, was hier an Korrekturen im Moment im Markt heftig gelaufen ist, das ist hier in der Aktie alles abgeprallt. Und ein schönes Einstiegssetup sind dann hier immer so Ausbrüche aus so längerfristigen Kanälen, ja, die wir hier drin haben. Also das kann ich euch auf jeden Fall schon mal empfehlen, ja, wenn ihr Einzelaktien tradet, dass ihr euch für Long Trades überwiegend die sehr starken Kandidaten raussucht und für Short Trades überwiegend momentan relativ schwache Kandidaten. Das mache ich prinzipiell immer so und das Einzige, was ich so ein bisschen steuere, ist die Anzahl der Longs im Verhältnis zu den Shorts. Ja, und das mache ich dann sehr gerne hier so vom Gesamtmarkt abhängig. Je bullischer der Gesamtmarkt ist, umso mehr potenzielle Long Trades oder potenzielle Long Kandidaten habe ich, umso mehr der Trend Richtung abwärts schlägt, umso mehr Short Trades mische ich hier dazu. Und das ist eigentlich so das, womit ich im Aktienbereich mit Abstand die besten Erfahrungen gemacht habe. Natürlich mal ganz abgesehen von einem langfristigen von einem langfristigen Investment, ja, in Aktien. Das ist sowieso alternativlos, ja, wenn man mich fragt. Ja, hier können wir noch mal kurz gucken, was wir hier noch Interessantes haben. Die Pfizer, die sieht hier ganz, ganz interessant aus. Da haben wir hier so ein Dreieck auf dem Tageschart, was sich gerade entwickelt, und haben hier einen ganz langfristigen Abwärtstrend, in dem wir noch drin sind. Und die ist deswegen so interessant, weil das jetzt was ist, wo beide Richtungen fürs Traden interessant werden könnten. Ja, also ein Ausbruch hier nach unten aus dem Dreieck und ein Ausbruch unter dieses letzte Tief hier bei 41,30 könnte eine super interessante Short-Gelegenheit sein. Schon alleine deshalb, weil dieses Dreieck inzwischen so weit oder so eng hier zusammengelaufen ist, dass wir mit sehr, sehr kleinen Stops auf der Aktie arbeiten können. Ja, und ich habe das ganze Setup hier deswegen so aufgebaut, dass oben der Tageschart ist und unten der Wochenchart, weil ich immer gerne beides berücksichtige. Denn spielen wir mal die Möglichkeiten durch, die es jetzt hier gibt in der Pfizer. Wir könnten hier nach unten rausgehen, dann hätten wir den Stop meinetwegen irgendwo hier oben. Ja, das wäre also weniger als 2 Dollar Stop in der Aktie. Hätten aber durch den Wochenchart hier ein sehr weites Kursziel. Ja, mindestens mal dieses letzte Tief hier. Na, und im Extremfall sogar die untere Begrenzung von diesem intakten Abwärtstrendkanal. Na, da kann man dann jetzt hier immer auch noch mal eine Etage weiter nach links schauen. Ja, und kann hier auf der linken Seite noch mal gucken, was haben wir hier an Support-Leveln. Na, und da sind die großen Support-Level, die wir hier finden, das sind hier diese letzten Hochs. Ja, und damit kommen wir hier so auf die 37-Dollar-Marke, so ungefähr als Ziel. Also, wir könnten hier einen Short-Trade, na, so bei 41,20 aufbauen, 41,30 mit so 1,5 Dollar Stop, na, und hätten hier aber ein Ziel von fast 4 Dollar. Und das ist natürlich immer total interessant, wenn man so extrem große Chance-Risiko-Verhältnisse hier angeboten bekommt. Die zweite Variante, was hier laufen könnte, ist, dass wir einen Ausbruch zur Oberseite sehen, der hier dynamisch läuft. Und das wäre dann auch mehr oder weniger gleichzeitig ein Ausbruch hier nach oben aus dem Trendkanal. Und da haben wir dann den nächsten Widerstandsbereich. Den nächsten großen Widerstandsbereich auch erst hier oben, ja, so bei 46,50. Also auch da hätten wir ein relativ großes Ziel. Na, hier kommt zwar nochmal diese etwas kleineren Bereiche hier von den beiden alten Hochs, aber der eigentliche Widerstandsbereich, der liegt hier oben bei 46,40, 46,50. Und auch da könnten wir dann eben mit einem entsprechend kleinen Risiko arbeiten, nämlich unter diesem letzten Tief. Ja. Deswegen mag ich diese Dreiecke ganz gerne, die so spitz zusammenlaufen, einfach um da mit kleinen Risiken für relativ große Ziele arbeiten zu können.
Es gibt halt auch immer noch die Möglichkeit zu machen. Ja, da hat man hier vielleicht bei 3M so langsam mal die Möglichkeit. Die ist hier sehr hart abverkauft worden nach den letzten Bilanzen, haben ein bisschen strukturelle Probleme im Unternehmen. Und da laufen wir jetzt aber hier gerade auf ein ganz, ganz wichtiges Support-Level. Ja, also das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit für einen antizyklischen Trade. Das sind eigentlich die beiden Varianten, die es gibt. Ja, entweder man kauft relative Stärke und verkauft relative Schwäche. Oder man schaut in die ausgebombten Werte und guckt, wo man da vielleicht gute Support-Level findet. Einfach nur alleine, um schon mal eine technische Reaktion mitnehmen zu können. Und die technische Reaktion hier in der 3M, die könnte locker gehen hier bis ans letzte Tief. Und das wäre so die 176, das sind also hier 16 Dollar pro Aktie, die man hier machen könnte. Ja. Okay. Dann haben wir im Moment hier noch ganz interessante COT-Setups. Ja, das ist einmal ein Wochensetup hier aus dem Sugar. Das ist ganz interessant, wenn wir über die Wochenkerze hier im Schlusskurs drüber gehen. Ja, dann könnte das hier eine ganz interessante Variante sein, um hier zu kaufen. Im Kakao haben wir hier ein Short-Setup. Ja, mit dem Break unter das Tief ist dieses Short-Setup hier getriggert worden. Das sind Signale, die kommen aus diesem COT Masterclass Add-on. Für alle, die ein Commitments of Traders Paket haben, ist das eine interessante Geschichte. Ja, das sind hier mal die letzten Trades aus dem Kakao Short, Long, Long und jetzt sind wir hier in dem Short drin. Da ist auch der Zielbereich nicht so weit weg, der ist hier direkt bei 23,05. Das hängt mit den Strategien zusammen, wie ich die trade. Für die, die im Seminar waren am vorletzten Wochenende, die wissen das. Also ich hoffe, ihr habt auch dann alle entsprechend das Signal hier drin gehabt und versucht auch irgendwie das umzusetzen. Ja, da gibt es immer zwei Varianten. Es gibt einmal die Wochensetups und es gibt die Tagessetups. An den Tagessetups sind im Moment auch zwei interessante bei. Das ist einmal Wheat, also Weizen. Ja, wenn wir unter dieses Tief hier vom Freitag gehen, dann ist das hier Weizen. Ja, wenn wir unter dieses Tief vom Freitag gehen, dann ist das ein potenzielles Short Setup. Sieht ganz interessant aus. Ja, Weizen ist ein typischer Mean Reversion Markt. Das heißt, wenn wir uns hier mal so einen 50er gleitenden Durchschnitt einzeichnen zum Beispiel, dann ist das ein Wert, der sich häufig schnell vom gleitenden Durchschnitt entfernt, dann aber auch sehr schnell wieder zurückkommt. Ja, wir haben uns jetzt hier sehr schnell vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Von daher würde ich darauf setzen, dass wir hier innerhalb der nächsten Wochen auch wieder zum gleitenden Durchschnitt zurückkommen. Na, diese Geschichten hatten wir hier schon öfter. Hier haben wir uns schnell weit entfernt und dann sind wir auch relativ zügig wieder zurückgekommen. Das ist also ein Setup, was im Weizen ganz interessant ist. Und ganz ähnlich läuft dieses Setup hier im Reis.